Also so ein Drama ist ja auch mehr Leben als so eine Starre. Ne? Deswegen Voll. ist es ja nicht per se schlecht. Die Frage ist Nee. nur, wie lange und wie intensiv wird das gelebt und wie oft. Tobi, hallo Tobi. Hallo, liebe Anne. Wir sind eine Woche in Verzug. Ja, es tut mir leid. Ich habe es Ja. verkackt. Na, Weil das ich keine hätte ich Zeit nicht hatte. sagen. Du hattest halt nicht Zeit, wann ich Zeit hatte. Oder so. Also, ich glaube, wir haben es gemeinsam verkackt. Tut uns leid, liebe Zuhörer. Hast du deswegen jetzt ein inneres Drama, Tobi? Nein. Wann hast du innere Dramen? Ich habe eher selten innere Dramen. Ich habe, glaube ich, an innere Themen, so wie jeder Mensch auch, und ich habe auch meine Dämonen, aber ich würde nicht sagen, dass ich das zu einem Drama mache. Was ist denn der Unterschied zwischen inneren Dämonen und inneren Dramen? Also ich glaube, so Dämonen oder die Themen, die Schattenanteile hat jeder. Die Frage ist nur, gebe ich denen eine Bühne, dann würde ich ein, kreiere ich ein Drama oder unterhalten die und sind da so im Stillen oder ne, wie viel Raum gebe ich denen? Also das ist für mich der Unterschied, ob ich ein Drama draus mache und das so ein bisschen quasi innerlich extrovertiere oder ob es im Stillen bleibt, auch bei mir im Innen. Man kann natürlich auch innere Dramen nach außen kehren, ne? Das ist dann, gibt es ja auch Spezialistinnen für. Um hier Gender Ja, reinzubringen. selbstverständlich. Die Betonung auf innen liegt. Nein, Quatsch, Spaß. Aber Tobi, glaubst du nicht, dass man sich seinen inneren Dämonen bewusst sein muss, damit die Dramen keine Dramen werden, beziehungsweise die inneren Dämonen zu Dramen werden, wenn man sich ihnen nicht bewusst wird, ist? Ja, das ja, könnte sein. Also, weil ja, steht ja morgens keiner auf und sagt, ich will jetzt ein inneres Drama. Und dann ist es dann vielleicht im Laufe des Tages bei den Herren und Damen dann doch da. Ich glaube, es auch typabhängig ist, oder? Es gibt ja Menschen, die neigen eher zur Dramaturgie als Ja, andere. Persönlichkeitstypen abhängig. Genau, und denen wird das wahrscheinlich eher passieren, wenn sie sich denen nicht stellen oder sich derer nicht bewusst werden, dass dann Drama draus wird. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube nur auch, dass man sich manchmal, also ich gebe es zu, ich hatte ja letztens mal wieder ein inneres Drama. Und ich bin ja jetzt eigentlich auch nicht der Persönlichkeitstyp für diese Dramen. Und ich habe festgestellt, dass es mal wieder in meiner Kindheit lag und ich diesen inneren Anteil des Kindes nicht sofort verstanden hatte. Und dann erst in ein inneres Drama gekommen bin, was kein äußeres übrigens war, bis ich dann die Reflexion hatte und dachte, okay, Anne, wann hast du dich das letzte Mal so gefühlt? Warum fühlst du dich gerade blöd? Woher kennst du das Gefühl? Okay, das kommt aus deiner Kindheit. Oh, da ist ja wieder das Außenseiterkind. Okay, jetzt können wir uns überlegen, ob das irgendwie sein muss oder nicht sein muss. Oder ob Ja. das, ne? Ja. Aber ich glaube, dass, ja, wie gesagt, dass da schon viel. Also, ich glaube, keiner will ins Drama gehen. Also vielleicht Jadefrauen. Habe ich nicht gesagt. Nein. Also die Frage ist ja, ich weiß nicht, manche, es würde, glaube ich, niemand zugeben, dass er gerne Drama mag, obwohl sich viele da drin baden. Vieles übertrieben, aber vielleicht kenne ich einfach viele Persönlichkeitstypen, die das gerne haben. Deswegen sind, kommen es mir nur viele vor. Ich weiß es nicht. Ist ja, wie du schon sagst, könnte einer eines gesichtsleserischen Persönlichkeitstyps nahe kommen. Aber es hat ja auch was. Das hat ja auch so ein bisschen was, ne? Das ist ja die Krux, Magst die. du innere Dramen von anderen Menschen? Nee, da, ja, das ist so ein bisschen so Unfall? zweischneidiges Schwert. So ein bisschen wie Unfall gucken, oder was? Ja, das ist ja so dieses sich in Szene setzen damit, auch die inneren Dramen so hochkochen, das kann schon schnell auf den Sack gehen, glaube ich. Aber irgendwie, weiß ich, hat es ja auch einen Reiz, ne? Es ist ganz, ganz komisch. So, jetzt mal. Bin da sehr ambivalent. Ich wollte gerade sagen, da sind wir jetzt natürlich auch
du als in deiner Rolle als Heilpraktiker und als Coach und als Emotionsregulierer und all diese Dinge, hat es natürlich für dich auch eine fachliche Komponente, ne? Genau, also da gehe ich gerne in die Beobachterperspektive. Ja. Also da schaue ich mir gerne an und gucke, was da bei diesem Schauspiel innerlich abgeht und wie die Leute sich dann wirklich auch selbst verarschen. Aber par excellence. Ne, das ist dann, wenn Ne? ich in diese Beobachterperspektive gehe, da ist da ganz viel Verarsche dabei. Wenn ich dann quasi indirekt oder direkt nicht fachlich an diesen Dramen beteiligt bin, ist es halt dieses Hin- und Hergerissensein zwischen, uiuiui, das geht mir ja gerade schwer auf die Nerven und ja, ne, das ist so, Aber jetzt dann sag nimmt mal, sich jemand wichtig und das ist auch okay so. was meinst du damit, wenn du sagst, sie verarschen sich selbst? Na, dass sie eigentlich die Antwort, die dieses Drama kennt oder eigentlich dieses Drama auslöst, schon kennen. Und trotzdem drumherum ein Schauspiel betreiben, um sich Okay. herum, also sämtliche Nebenkriegsschauplätze aufmachen, um da nicht hingucken zu müssen, zu wollen, oder das eben als Werkzeug nutzen. Also dieses Thema, lass mir mal ein Problem, ich will die Lösung nicht. Ja, genau, ähnlich. Ja. Okay, aber Warum auch immer, ne? Ich will das gar spannend. nicht bewerten. Spannend, dann gibt es also verschiedene innere Dramen. Also es gibt dieses, ich bin in der Opferrolle, beziehungsweise ich habe was davon, dass ich in der Rolle bin, in der ich bin, Ja. wo die Menschen dann auch gar nicht rauskommen wollen. Genau, also ich glaube, dieses Drama oder sind wir jetzt mal Drama, Drama sein lassen. Ob es äußere oder innere sind, ist ja erstmal egal, aber das ist ja wie so ein Schauspiel. Entweder spürst du das vor anderen auf oder vor dir selbst. Ja, okay, ja. Und da finde ich, das hat ja ein bisschen was Gewolltes auch. Da ist ja, du musst ja immer das, wir haben ja immer ein Verhältnis von ich will und ich will nicht. Also irgendwo dazwischen sind wir ja gerade. Ne, wie man zwischen diesen beiden Polaritäten. Und da, wie viel ich will ist dabei und wie viel ich will nicht dabei, von diesem Schauspiel das aufzuführen. Ja, das ist die Frage, die ich mir dann immer von außen stelle. Wie viel ist bewusst und ich suhle mich gerade in meinen Themen und mir geht es so schlecht. Aber ich habe auch was davon. Okay, dann könnte man ja sagen, dass die Dramen im Innen und Außen, ist ja egal, von Persönlichkeitstypen abhängig sind, wie sie gelebt werden. Ja, so würde ich das jetzt mal, also das ist nur meine Perspektive, ne? Würde ich das vielleicht einschätzen. Und du bist jetzt, Entschuldigung, ich muss jetzt mal ein bisschen provokant fragen, du bist jetzt der erhellte Magier, der keine inneren Dramen hat, weil du das alles in dir kennst, oder was? Nee, alles kenne ich sowieso nicht. Ich musste gerade mir selber, ich habe ja die Kamera hier und auch mein Spiegelbild, meine Mimik ein bisschen schmunzeln, als ich das gesagt habe. Das ist ja das Schwierige, wenn du dich selber lesen kannst und dann dich quasi, also okay, das hätte jetzt gerade nicht so ganz, irgendwie ist da noch was anderes. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Ich versuche, dem keine Bühne zu geben. Also Gut, ich jetzt muss man versuche. sagen, gibst du ja nichts, ne, also du gibst ja wenig Emotionen eine Bühne. Also du guckst ja grundsätzlich sehr rational auf die Dinge. Also auch Wie wenn du ich denke. letztens zu mir gesagt hast, ich kann gewisse Emotionen und Meinungen im Außen sehr gut oder im Innen sehr gut, aber im Außen eben nicht. Ne, und ich kann sehr wohl mit allen Emotionen sehr gut umgehen. Ob ich Ja. die zeige oder nicht, das ist was anderes. Aber ich kann sie sehr wohl, diese Gefühlspalette, sehr gut wahrnehmen und auch mittlerweile differenzieren. Das habe ich ja Ja. gelernt. Das war ja nicht immer so, aber das kann man ja lernen. Und das finde ich auch sehr Kognitiv. wichtig, das zu können. Ja. Genau, Ja. richtig. Ja. Und dann aber auch über dieses Kognitive eben auf die Körperempfindung zu gehen und auf die Emotionen selber. Und dann auch Ja. zu merken, in welchen Situationen hast du denn da komische Trigger, die zu einem Drama werden können, definitiv, wenn du diesem Gefühl die Bühne gibst, es quasi in einem Automatismus lässt, aber nicht die Lösung suchst. Weil ich glaube, so ein Drama ist auch so eine endless Story. Ne, da ist da keine Lösungsorientierung dabei und die habe ich schon. Ich bin ja permanent Ja, auf der voll, Suche nach immer. Lösungen. Ja. Was hast du denn jetzt geguckt? Jetzt habe ich so geguckt. Ich weiß, aber Hier ist warum? meine Lösungsorientierung.
Ja. Ich will nicht sagen, dass ich keine inneren, natürlich, ich versuche, wenn ich Dramen aufdrücken würden, versuche ich denen einfach die Bühne zu nehmen und eine Lösung zu finden, um das Schauspiel relativ Genau. schnell zu beenden. Genau, also das trifft es wahrscheinlich eher, dass du das Schauspiel dahinter nicht weder in dir Ja. noch in deinem freundschaftlichen Umfeld schätzt und dadurch eher in die Lösungsorientierung gehst, so wie es deine Gesichtsform halt auch, ne? Also Ja. Königsgesicht steht für akzeptiert keine suboptimalen Zustände Das ist und richtig. Drama ist suboptimales Ja. Zustand. Also wird das gelöst und nicht drinne sich gebadet. Und da sind wir dann tatsächlich schon wieder bei anderen Gesichtsformen, die eben nicht diese Lösungsorientierung und den Pragmatismus auch mitbringen, den du Wäre mitbringst. also die Frage, ist es ein Zeichen von Bewusstheit und Unbewusstheit? Also kann ich die Anteile, die das Drama aufführen, identifizieren und das Drama somit oder Schauspiel beenden? Oder ist es eine Persönlichkeitsangelegenheit oder Gesichtsformangelegenheit, die einfach dazu neigen, weil sie es nicht können oder weil es ihnen gut tut? Sogar vielleicht. Ich glaube, es ist beides. Also, ich glaube, es ist beides und es ist ein bisschen situationsabhängig. Ich glaube, es gibt Menschen, wie du schon sagst, die mehr zum Drama neigen als andere und die davon auch profitieren können, weil sie eine Bühne kriegen, weil sie Anerkennung kriegen, weil sie, also all diese Dinge, ne? Also, ich meine, in der Opferhaltung ist es ja schön gemütlich und ein Drama zu haben, ist ja ein Teil der Opferhaltung. Ja. Und in der Opferhaltung kann man sich ja ganz kuschelig wohl fühlen. Ja. Also, wenn da jemand irgendwie zielorientiert an der Straße vorbeiläuft, kriegt der auch weniger Aufmerksamkeit, als wenn jemand Voll. im Drama ist, ne? Ja. Und deswegen, ja, ich glaube aber auch, dass wir alle das Potenzial haben, innere Dramen in uns zu tragen, ohne dass wir über sie Bescheid wissen. Ja, das glaube ich Oder auch. die wir dann nicht lösen können. Und das war so eine Erfahrung in mir, dass ich mir wirklich, wirklich rational mit all meinem Wissen herleiten musste, woher kommt das jetzt, dass du dich so schlecht fühlst und dass du dich am liebsten völlig entgegengesetzt von allem, was ich bin, hinsetzen willst und weinen willst und weglaufen willst. Und es ein inneres Kind war, was einfach Angst hatte. Ja. Und da denke ich auch schon wieder, oh, wie viele Menschen, also ich war da ganz dankbar für all das, was ich in mir trage, dass ich da rauskam selbst. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man jegliche Art von aufkommendem Drama unterdrücken soll, sondern das sind ja auch Nee. wichtige Prozesse, die einem da Voll. bewusst werden können, um Total. dann in eine Lösung zu kommen. Das heißt ja nicht, dass man sofort, nee, das ist jetzt hier ganz komisch, das ist scheiße. So ist das ja gar nicht Ja, gemeint. dann Man wird es braucht ja zum auch diese größeren Prozesse. Drama. Genau. Ja. Ja. Deswegen finde ich das, wenn du sagst, okay, das innere Kind hat da geschrien, erstmal zu gucken, okay, das schreit, das ist Ja. jetzt hier eine uncoole Situation, weil ein Drama ist ja auch für die oder denjenigen, der das Drama macht oder erlebt, auch nicht angenehm, ne? Die haben ja in der Regel was Nee. davon, aber trotzdem ist es ein unangenehmes Ja, Gefühl, voll. ne? Drama ist ja jetzt auch von der, wenn man ein dramatisches Theaterstück hat oder einen Film oder so, das ist ja schon auch dieses Spannungsarousal ist ja dann ist ja eigentlich angenehm. Sei denn, man ist der totale Nee, nicht. Adrenalin-Junkie und Ja, nur auf total. Dopamin aus, aber das ist es ja bei den meisten Menschen nicht. Ja, also. Und dann glaube ich einfach, dass es noch eine rationale Entscheidung braucht. Und zwar diese ganz ehrliche. Möchte ich jetzt im Drama sein, weil Ja. es mich dazu, also in diesem Fall wäre ich diesem Drama erlegen, dann hätte ich viele Dinge nicht erleben dürfen müssen können. Ne? Ja. Aber ich wäre in Sicherheit gewesen, wie mein inneres Kind es ja so gerne wollte. Ja. Und dann ist es eine Frage, gebe ich dem jetzt Aufmerksamkeit? Und da bin Ja. ich bei dir, dieses. Ja, es gibt schon Dämonen und in die kann man sich ganz wunderbar reinsteigern, aber man kann sich halt auch mal gerade umgucken, umdrehen und sagen, jetzt nerv mich nicht. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch, du brauchst einen gewissen Grad des Bewusstseins. Du musst dich schon Glaube gut ich auch. kennen. Du Das musst glaube auch ich deine auch. Themen kennen, du musst auch, Ja. glaube ich, einen Großteil der Themen schon aufgeräumt haben, um da eine Sachlichkeit an den Tag legen zu können. Weil dieses Drama ist ja, kommt ja auch, dann ist ja auch von so überwältigend dann, ne? Da sagt ja keiner, ach, ich mache jetzt mal ein Drama, weil ein Ja, innerliches, ein äußerliches nee. mag das vielleicht noch einfacher gehen, dass du sagst, ich spiele mal ein bisschen Theater, Ja, um nee. das zu kriegen, was ich will, oder whatever. Aber innerlich ist das ja nochmal was anderes. Es ist ja viel subtiler, wenn das dann kommt, oder nicht so ganz klar.
Und dabei muss man ja mal kurz eine kleine Werbepause einlegen. Hilft einem ja Misance sehr stark, ne? Also, Definitiv, um definitiv. da einfach, und das ist wirklich, das ist mir an diesem Morgen auch aufgefallen, wie sehr ich mich durchgearbeitet habe durch diese ganzen Fragestellungen und durch dieses, was fühlst du gerade, was ist es denn für eine Emotion und ist es denn wirklich Angst oder ist es was anderes, was, also, ne? Dieses Selbst oder dieses Bewusstsein führt zu einem Selbstbewusstsein, was dann letztendlich das Drama nicht mehr notwendig macht und was Genau. du dann annehmen kannst und sagen kannst, so kleines Kind, das ist schön, dass du jetzt weinst und jetzt kommst du auf meine Schulter und ich zeig dir, wie die Welt geht, ne? Und da helfen nun mal solche Programme wie Misource, um zu verstehen, das ist gerade mein Gefühl und hinter diesem Gefühl ist dieses Bedürfnis. Genau, das ist ja das ist witzig, weil man könnte ja Misos für die Bewusstwerdung oder was ist unbewusst, ist bewusst verwenden, aber für den Persönlichkeitstypen wiederum Gesichtslesen, weil wenn ich weiß, ich bin ein Jade-Gesicht oder ich habe diese Jade-Aspekte Stimmt. ausgeprägt, dann neige ich ja generell dazu. Dann ist es aber auch die Akzeptanz dessen, das als meine Persönlichkeit anzunehmen oder vielleicht sogar Profit draus zu schlagen, Ja. indem ich die positiven Aspekte daraus Ziel. Lebendigkeit zum Beispiel oder Abwechslungsreichtum, Spontanität. Da gibt es ja viele Sachen, die mir jetzt einfallen, wofür ein Drama auch ganz okay sein kann. Kurz, bitte. Und ein Drama, wohl bemerkt kurz. Und ein Drama, Tobi, kann einem ja auch helfen, weißt du, und das ist ja die andere Seite auch, ne? Wenn man nur im roten, im blauen Bereich ist und nur in der Ordnung und Struktur und sagt, ich will jetzt hier total rational über alles gucken und bei mir gibt es auch keine inneren Dramen. Ich glaube schon, dass jeder Mensch am Ende des Tages innere Dramen hat. Und die auch mal zuzulassen, kurz bitte, in der sich dem eigenen, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, dem eigenen Persönlichkeitsbild her, kann einem ja auch mal eine Balance geben. Weil, ehrlich, Monaco. wir reden oft und du sagst erstmal eine halbe Stunde, dir geht's gut. Ja. Und das ist kein inneres Drama, ja, richtig. Aber nach 35 Minuten kommt dann irgendwie Ja. doch irgendwas gerade blöd. Also so ein Drama ist ja auch mehr Leben als so eine Starre. Voll. Ne? Deswegen ist es ja nicht per se schlecht. Die Frage ist Nee. nur, wie lange und wie intensiv wird das gelebt und wie oft. Das kann ja auch dann zu krass werden. Ne? Also man muss immer Ja. dieses Hin und Her wieder bedenken. Aber erstmal ist ein Drama ja Bewegung. Der Lebendigkeit. Ja, das stimmt. Ne? Ob die produktiv ist oder nicht, egal, aber erstmal ist es Bewegung. Ja, Bewegung und dann dürfen wir uns selbst entscheiden, wollen wir eine Kreisbewegung oder eine Ellipsenbewegung, die immer wieder zum gleichen Ding führt und man läuft da in seinem Strudel oder aber ist es eine Bewegung, die nach vorne führt und man versteht den Grund der inneren Dramen und lässt dann mal los. Und vielleicht ist es deswegen so, dass ich das teilweise ganz cool finde, weil ich bin ja sehr fokussiert, also sehr geradlinig, dass ich mal ein Drama kriege oder mitbekomme und dann mal aus dieser Fokussierung nach links oder rechts rausgezogen werde in eine andere Bewegung, in eine andere Dynamik. Ja. Könnte sein, dass es damit zu tun hat. Ich finde es abwechslungsreich. Es bringt aus der Monotonie mal so ein kleines Drama Toll. angebracht. Also eigentlich sollten so tiefblaue Menschen mal bewusst ein bisschen Drama machen. Ja, eigentlich schon. Wär gar nicht so schlecht. Toll. Können So. wir mal einen Workshop zu machen? Wollte gerade sagen, mach mal einen Retreat draus, oder? Finde dein eigenes Drama. Heile es. Müssen wir nur ein Codewort ausmachen, wenn es arg zu viel wird. Warte, ich hab grad. Nee, doch nicht. Das Retreat ist abgelehnt. Wenn, dann Workshop. Online-Workshop. Ja, genau. Nix, nix Retreat. Wenn außer sind wir weg. Genau. Ja, tatsächlich, ja, was sind denn, also wenn du jetzt einen Klienten vor dir hast oder mich vor dir hast und jemand wirklich sagt, ey, ich habe das Gefühl, ich habe innere Dramen. Wie komme ich dran? Und wie komme ich da auch weg von? Was sind deine Coach- oder auch Heilpraktiker-Empfehlungen? Also gibt es vielleicht auch, gibt es Menschen, die ein Hormonproblem haben und deswegen ständig in Dramen kommen, obwohl sie gar Ja. nicht die Menschen dazu sind? Ja, definitiv. Also
wenn wir das mal in männlich und weibliche Energien unterteilen, dann ist es eher die weibliche. Also wenn du einen weiblichen Überschuss an Hormon, also einen Hormonüberschuss an weiblichen Hormonen hast, dann neigst du eher dazu, glaube ich, als wenn du einen Testosteronüberschuss hast. Dann bist du eher in einer anderen Richtung unterwegs oder bist halt in der Klarheit mehr, in deiner Zielorientierung, ne? In der, wenn Voll. du eher dann auch, lass uns den grünen oder grün-gelben Bereich zuordnen, ja, vielleicht ein bisschen mehr grün als gelb, dann bist du natürlich auch eher in der Situation und kommst da nicht so leicht raus, weil du nicht die Power hast. Das kann natürlich körperliche Ursachen haben, keine Frage. Ansonsten würde ich dann eher Richtung ein paar Coaching-Fragen stellen, ne? Also ich würde das sicherlich erstmal auf die Sachebene ziehen oder an der Metaebene beobachten lassen. Wer spielt denn bei dem Drama überhaupt mit? So, was für Anteile sind denn da beteiligt, ne? Und dann Ja. immer gegeneinander zu stellen. Da gibt es ja schon ein paar ganz coole Techniken, die aber diese ganze Situation einfach nur objektivieren. Also du musst da einfach aus dem Gefühl raus, weil du bist ja davon übermannt. Und so ein Drama ist ja auch quasi wie so ein Perpetuum mobile. Das fängt ja immer wieder selbst an, sich auch Energie Ja, zu geben. klar. Also, ja. Was man dann halt auch mal anhalten kann. Das ist dann Genau, richtig. Da muss diesen einfach Fokus ein drauf. Cut kommen. So ein Ja. Separator, der kann auch schon mal. Was ist denn, wenn er so ein hysterischer Mensch? Ich wollte jetzt nicht sagen Kind, weil dann kann ich meine Technik nicht mehr anbringen. Wie man so ein Drama oder keine Ahnung, mit der Meditation zum Beispiel, wenn du dich fest meditierst in so Mantren und du kriegst dann, Ja. das ist ja auch wie, ich sag mal, so ein inneres Drama, was dann schon mal hilft, ist einfach eine Backpfeife. Ne, ganz liebevoll gemeint, aber mal eine Backpfeife. So, dass du einfach mal weißt, okay, wieder klarkommst, ne? Aus Tobi, willst du diesem. jetzt gerade in unserem YouTube-Channel Menschen dazu animieren, anderen Menschen eine Backpfeife zu geben? Aber das wird so gemacht in Nepal und in Tibet. Wenn du in der Meditation festhängst, dann kriegst du eine gepfeffert. Und das ist völlig okay. Das ist einfach Nicht ein körperlicher meine Meinung, Reiz. liebe Leser, nicht meine Meinung, seine Meinung. Ja, aber das würdest du ja nicht jetzt wirklich machen. Also jetzt erzähl mir doch nichts. Ich verstehe das, was du sagst vom Tibet und vom Nepal, aber das würdest du doch nicht machen. Nee, beim Klienten kannst du es natürlich nicht machen, aber es hilft halt, ne? Und da ist ja auch keiner böse danach. Lustigerweise. Ja, gut, jetzt ist es aber auch noch ein Unterschied, in einem inneren Drama oder in einer Meditation festzuhängen, Ja, okay. ne? Also, das ist natürlich jetzt irgendwie auch gehirnwellenfrequenztechnisch und überhaupt Ja. anders. Aber du musst den Menschen sagen, dass sie klarkommen müssen wieder. Also das Drama ist ja, du bist ja nicht in der objektiven Wahrnehmung. Du bist ja da in so einem Spiel Ja. gefangen, was in der Regel auch sehr emotional ist. Und das erstmal auseinanderzuklammern, so eine Klarheit da reinzukriegen. Also die Stoiker haben immer gesagt, du musst diese Ataraxia erreichen, irgendwann diese Meeresstille, damit das Meer wieder klar wird und du gucken kannst, was ist denn da überhaupt los? Easy, wenn du voll im Drama bist. Ja, das geht ja eben nicht, deswegen sage ich ja Ja. Backpfeife. Tobi, ich habe von dir andere Techniken gelernt in Ich Mysore. weiß, ja. Magst du noch mal irgendwie was von Resonanzatmung zum Man Beispiel? kann zum Beispiel auch atmen. Wenn jetzt keiner da ist, der einem eine Backpfeife geben kann, dann kann man auch atmen. Also der Atem ist ja die einzige Möglichkeit, in unser Nervensystem einzugreifen. Das Nervensystem, also unser präfrontaler Kortex, die Großhirnrinde und das limbische System sind ja dafür verantwortlich, auch so Emotionen zu regulieren und handlungsangemessen tätig zu werden. Oder situationsangemessen zu handeln, das wollte ich eigentlich sagen. Also atmen wäre eine Möglichkeit. Ja, oder sich stabil zu positionieren in dem Körper wäre eine andere Möglichkeit. Ja, ich finde halt wirklich dieses Atmen, also das ist ja irgendwie, seitdem ich bei Misos war, mein Lebensretter in vielen Situationen, diese Resonanzatmung, da kann man sich auch trainieren drauf, ne? Dass Ja. man irgendwie so einen Schalter legt und sagt, okay, mir irgendwie ist gerade irgendwas komisch. Das ist ja auch, ganz ehrlich, kommst du zu einem Unfall und irgendwie musst du reagieren, weil du die Erste bist, die am Unfall ist und du stehst in so einer Starre, das ist ja jetzt noch nicht mal ein inneres Drama, ist vielleicht ein äußeres Drama. Was hilft mal ganz kurz, ganz bewusst Resonanzatmung zu machen Richtig. und sich runterzufahren Ja. und irgendwie diesen mentalen Schritt einmal rauszumachen und zu gucken, okay, was, und da bin ich jetzt wieder bei deinen Fragen, wer ist hier eigentlich beteiligt? Dann auch Genau. gerne mal beim inneren Drama die Frage, werde ich sterben? Ach nicht? Ja. Dann ist ja dann doch nicht so schlimm. Also, ne?
Also, und dann aber diese Resonanzatmung oder ja, dieses Erden, wobei da reden jetzt natürlich auch schon wieder die zwei Richtigen miteinander, ne? Also, wenn wir haben kein Problem, eine stabile Körperhaltung zu haben. Menschen, die das so nicht intus haben. Da, die können das ja A lernen und es gibt ja auch für die vielleicht passendere Methoden, ne, über die Sinne zu gehen und sich da eine Klarheit und eine Stabilität zu holen. Da gibt es ja für jeden, gibt es ja seine eigene Methode. Und die muss man natürlich auch finden. Das macht durchaus Sinn, weil die Situation, dass es irgendwann nicht mehr gut geht im Leben, warum glänze ich denn jetzt so hier? Weil es einfach total warm ist, Herr König. Du musst dir keine So. Sorgen machen. Die Menschen finde ich trotzdem toll. Mir tropft hier auch. Ist so. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben, eben, weil wir immer einen Ausgleich schaffen müssen, dass wir eben auch diese Tools klar haben in solchen Situationen, wo innere Dramen aufkommen oder drohen aufzukommen, Möglichkeiten haben, eine Klarheit zu schaffen. So ist Nochmal, es. nichts gegen Dramen und die sind auch Nein. gut, ne? Allein um uns Dinge aufzuzeigen, dass die gerade nicht so laufen, dass da irgendwas nicht stimmt. Mindestens dafür. Und es geht auch nicht darum, innere Dramen wegzudrücken. Also Nee. da sind wir uns, glaube ich, auch sehr einig, dass es nicht darum geht zu sagen, naja, mir geht es gerade nicht so gut, egal, ich springe jetzt trotzdem. Weil das wird sich auf irgendeiner Ebene wieder zeigen und es wird doppelt und dreifach zurückkommen. Also das ist, No. aber dieses Bewusstwerden und dieses Merken an sich, boah, irgendwas läuft gerade in mir schief. Alleine dieses Bewusstsein und dann Möglichkeiten finden, die man vielleicht erlernt hat, helfen uns, die Dramen zu verlassen, die wir wirklich verlassen wollen. Genau, die muss man dann auch verlassen, weil ständig Genau. um dasselbe Thema ein Drama zu bilden, Ja, das ist ist ja dann irgendwann langweilig. nervig. Ja, voll. Ne? Und dann ist es aber auch dann, also dann ist es aber auch der Moment, wo ich meine Klienten manchmal frage, was wäre denn, wenn du dieses Drama los hättest? Ja. Also welche Daseinsberechtigung hast du denn dann noch vor dir Ja. selbst? Und Ja. dann ist es ein anderes Thema, ne? Ja. Das ist ja schon fast eine Coaching-Folge geworden. Selbst-Coaching-Folge. Ja. Das voll das erste Mal. Ich habe mich damals ganz gut regulieren können. Gut, du hast halt an dem Morgen irgendwelche komischen WhatsApp-Nachrichten von mir bekommen. Dummi, das ist scheiße. Alles ist Dafür bin ich doof. ja da. Naja, also ich hoffe nicht so oft. Ist ja nicht dein Job. Ich sehe es ja nicht als Job. Ich finde, Freunde sind auch für was anderes da, als Dramen Richtig. abzusetzen. Also. Naja, aber es ist ja auch meine Lebensaufgabe, weißt du, also auch aus dem Human Design alleine schon, ne? Ich bin ja, es ist einfach so. Ich habe das irgendwann, ich finde es ja auch gut. Ich kriege ja meine Kraft daraus. Ja, siehst du, so ein bisschen Ne? magst du Dramen. Ja, also die Lösung zu finden oder dieses Dramen Ja. auszuhalten, das ist auch eine Challenge für mich manchmal. Das erzähle ich auch immer in meinen Seminaren, in denen du zufällig nicht dabei bist. Schade. Ja, das wird sich ja auch ändern. So, wir haben über Misos gesprochen an dieser Stelle. Nochmal hier an, ja, dazu. Du gibst im Oktober, Ende Oktober das letzte Mal Das Misos. letzte Mal, genau, Misos in diesem 8-wöchigen, beziehungsweise dieses Mal 9-wöchigen Live-Training, weil danach werde ich das in ein Mentoring-Programm mit einbauen, aber nur teilweise. Also dieses Programm, um sich selbst zu coachen, um sich selbst kennenzulernen und eventuell die Dramen aufzulösen, die sich da anbahnen oder Klarheit zu bekommen, ist das letzte Mal. In der Tat, 24. Oktober geht's los. Oft übrigens auch, bevor überhaupt ein Drama draus wird. Also wir haben ja unsere inneren Dramen aus unserer Vergangenheit und lalala, aber man kann auch Dramen in Zukunft vermeiden, indem man unter anderem in Misos war. Also ich sage euch das an dieser Stelle wirklich und ich werde es auch nicht müde zu sagen. Tobi hat vor, ich weiß nicht, 2 Jahren mal gesagt, Anne, komm doch bitte mal in Misos. Dann habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Ich habe schon so viel und hart gemacht und schon 20 Coaching-Ausbildungen, bla bla. Und du hast mich dann irgendwie dennoch, weiß ich nicht, magisch wie du bist, dahin gezogen und hast mich auf den Buchen-Button gebracht. Und es hat mein Leben verändert. Also es ist wirklich, ich habe dadurch Dinge verstanden in mir und kennengelernt und regulieren gelernt, die ich niemals nie für möglich gehalten habe. Deswegen eine ganz, ganz große Empfehlung. Ich finde es sau schade, dass du das Programm nicht mehr machst. Aber die, die jetzt noch die Möglichkeit sich nutzen wollen, die sollten vielleicht mal in die Shownotes gucken. Genau, und ich würde tatsächlich für alle treuen Hörer auch noch einen kleinen Rabattcode oben drauf legen.
Wie nennen wir den? Ich bin jetzt nicht vorbereitet darauf, aber wir FE. nennen den FE. FE für FE gibt Faszination Empathie. 10%. Seht ihr. 10% unter FE für Tobis Mi-Sauce-Programm. Aber jetzt tatsächlich waren wir gar nicht darauf vorbereitet, über Mi-Sauce Nee. zu reden, sondern über innere Dramen. Ist jetzt mal wieder passiert. Aber das ist auch gut so. Und es wird versprochen, das letzte Mal sein, dass wir drüber sprechen. Gut, vielleicht reden wir in 2 Wochen nochmal drüber, aber Ja, vielleicht. vielleicht. Anyway, Tobi, schönen Abend. Euch auch, dir auch. Vielen Dank und bis bald. Bis dann. Tschüss. Und hör Ciao. bitte auf, den Leuten eine Backpfeife zu geben. Das war nicht so gemeint. Danke, dass du es nochmal sagst. Sonst habe ich ein inneres Drama. Ich helfe dir dabei dann. Ich melde mich. Bis dann. Ciao. Tschüss.